Wusstest du, dass Piklin auf jedem Mob reiten können und sich ein Piklin sogar auf dich draufsetzen kann? Da muss jetzt noch ein Piklin rein. Und jetzt haben wir halt so ein Piklin auf dem Schwein. Aber anscheinend kann ich den Piklin auch auf meinen Kopf machen. Dazu muss der Piklin einfach ins Boot. Da muss ich ins Boot. Da muss ich hier reinfahren. Und jetzt habe ich den auf dem Kopf. Hä, wie funny. Und das war nur der erste von 80 komplett neuen unbekannten Minecraft-Fakten. Und dieses Mal testet Norris auch ein paar Dinge, wie zum Beispiel illegale Portale, fliegende Strider und wie du auf Slimes höher springen kannst. Also schau unbedingt bis zum Ende, um zu schauen, ob du mehr wusstest als Norrisk. In der 1.20 ist es nicht möglich, mit Dispenser und Armor Stands Schildern zu geben. Allerdings heißt das nicht, dass du keine Armor Stands mit Schildern in der 1.20 haben kannst. Denn in der 1.12 konntest du noch Dispenser nutzen, um Armor Stands mit Schildern auszustatten, und wenn du dann deine Welt auf die 1.20 updatest, halten diese immer noch die Schilder. Im letzten Video habe ich dir und Basti ja schon Seeds gezeigt, auf dem zum Beispiel die ersten 9 Wither Skeletons immer einen Wither Skeleton Skull droppen. Und hier sind 3 weitere dieser Crazy Seeds. Normalerweise droppen 3 bis 7 Melonenstücke, wenn man einen Melonenblock abbaut. Aber auf diesem Seed droppen die ersten 18 Melonen, wenn man sie abbaut, immer die maximale Anzahl von 7 Melonenscheiben. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das extrem selten. Fast genauso selten ist, was auf diesem Seed passiert, denn hier droppen die ersten 32 Endermen immer eine Enderperle. Und warum ist das so selten? Naja, normalerweise ist es eine 50-50 Chance, ob ein Enderman eine Enderperle droppt oder eben nicht. Aber einen solchen Seed habe ich noch für dich. 2% ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Poisonous Potato droppt, wenn du Kartoffeln abbaust. Aber auf diesem Seed droppen einfach die ersten 5 abgebauten Kartoffeln immer eine vergiftete. Und wenn du jetzt sagst, dass dir das sowieso nichts bringt, weil dir das schlechteste Essen in ganz Minecraft sind, dann liegst du falsch. Denn eine vergiftete Kartoffel gibt sogar einen halben Hungerbalken mehr als eine ganz normale Kartoffel. Den Barrier Block kannst du ja normalerweise nur im Creative Menü finden, aber wusstest du, dass du den Barrier Block mal ganz normal in deiner Welt an einer bestimmten Stelle auch im Survival Mode finden kannst? In diesem Snapshot zum 1.16 Nether Update hat irgendein Praktikant bei Mojang in jeder Treasure Bastion in diesem Lava Pool einen Barrier Block vergessen und er blieb auch einfach für kurze Zeit einfach da. In der 1.20 wurde der Suspicious Sand und Suspicious Gravel hinzugefügt, aus denen man verschiedene Items ausgraben kann. Aber wusstest du, dass diese Blöcke kurzzeitig schweben können, wenn du sie mit dem Brush bearbeitest, dann abbrichst und den Block darunter schnell abbaust? Der hat wohl die Nachricht nicht erhalten, dass er immer noch Sand ist und nach unten fallen muss. Eine Sache, die mich schon immer getriggert hat, ist, dass der Blindness-Effekt dich nicht nur weniger sehen lässt, du aber auch nicht mehr sprinten kannst, wodurch Blindness einfach der bessere Slowness-Effekt ist. Aber was ich bis jetzt auch nicht wusste, ist, dass man während des Blindness-Effekts auch keine Crit-Hits verteilen kann, wenn man beim Springen einen Mob schlägt, wodurch man also auch nochmal weniger Schaden macht, was ich irgendwie von einem weiteren Effekt kenne. In der 1.21 wird diese neue Struktur in Minecraft hinzugefügt, in der du diesen neuen Endboss bekämpfen kannst. Oh, wait, der ist gar nicht aus Minecraft? Sondern aus Genshin Impact? Was ist Genshin Impact? Oh, okay, also Norris hat mir gerade 10 Fakten über Genshin Impact gegeben, also ja, schauen wir uns das mal an. Teyvat, die Welt aus Genshin Impact, in der dein Abenteuer beginnt, besteht aus 7 einzigartigen und abwechslungsreichen Regionen, die zusammen größer sind als 5900 Fußballfelder. Das ganze Spiel ist komplett Open World, heißt, du kannst ganz Teyvat durch Klettern, Schwimmen, Fliegen und einfach frei herumlaufen erkunden, um alle Rätsel zu lösen und deine Feinde zu besiegen. Das, was Genshin Impact so besonders macht, ist das strategische Kampfsystem, was auf den 7 Elementen basiert, welche du im Verlauf des Spiels kennenlernst und für dich nutzen wirst. Genshin Impact hat mehrere wichtige Auszeichnungen, wie zum Beispiel bestes Spiel im App und Google Play Store, was allein schon aufgrund der Optik des Spiels absolut verdient ist. Gerade weil die Welt von Teyvat so unglaublich geil aussieht und die Story in dem Spiel rund um die ganzen vielseitigen Charaktere so beliebt ist, wird es bald auch schon ein Anime zu dem Spiel geben. Abseits von der Optik glänzt Genshin Impact auch vor allem mit ihrer Musik, für die es auch schon mehrere Konzerte und Neuinterpretationen gab. Genau wie Minecraft 1.20 Trace and Tales hat Genshin jetzt auch eine neue Version, nämlich 3.8 Secret Summer Paradise, mit unter anderem 4 neuen Minispielen in der neuen Region Bottleland. Außerdem werden die 2 beliebten Charaktere Yula und Klee mit einem neuen Skin in das Spiel zurückkehren. Dieser Typ kommentiert einfach seit 215 Tagen täglich unter das Yula-Ankündigungsvideo, bis er sie spielen kann. Es gibt am 29. und 30. Juli in Berlin das Genshin Impact Sommerfest, also wenn du schon großer Fan bist oder es gerade wirst, ab nach Berlin. Wenn du mich supporten und Genshin Impact mal testen willst, ladest du jetzt kostenlos über den Link in der Videobeschreibung runter, es lohnt sich. Und hier gibt es noch einen Bonuscode für dich für zusätzliche Items. Danke an euch und an Genshin Impact für das Sponsoren des Videos. Wenn du warum auch immer wie Basti versuchst, willst, Minecraft mit so wenig Advancements wie möglich durchzuspielen, habe ich einen Tipp für dich, wie du das Advancement Monster Hunter umgehen kannst, was du normalerweise brauchst, um mindestens Blaze Rods zu bekommen. Und das Ganze funktioniert mit Iron Golems. Wenn du ein schlauer Minecraft-Spieler bist, sollte dir jetzt aufgefallen sein, dass das Bauen eines Iron Golem auch ein Advancement bringt. Das verhindert man aber dadurch, dass man den Iron Golem mit einem Dispenser aus 5 Blöcken Entfernung mit einem gedroppten Item auf eine Pressure Plate spawnt. Aus irgendeinem Grund erkennt Minecraft dadurch nicht, dass man dafür verantwortlich ist, dass der Iron Golem gespawnt ist. Okay, jetzt ein Fakt, den bestimmt jeder aus
trotzdem erkannte. Und bitte schreib mal in die Kommentare, ob du das wusstest, weil es mich selbst so krass überrascht hat, als ich davon erfahren habe. Wenn du eine Minecart-Strecke genauso verlegst, kannst du die Richtung der Schiene durch einen Hebel verändern. Ist das irgendwie peinlich, dass ich das nach 10 Jahren Minecraft nicht wusste? In meinen anderen Minecraft-Fakten-Videos habe ich dir schon gezeigt, wie man den Ender Dragon aus dem End in die Overworld bringen kann, aber jetzt wurde eine Methode gefunden, um den Drachen in der Overworld einzufrieren, sodass er einfach nur in der Luft schwebt und nichts macht. Dafür musst du einen Endzone-Block bei 0,0 in der Overworld platzieren und dich dann mit ein paar anderen Blöcken bis auf Höhe 300 hochbauen. Danach platzierst du 12 weitere Endzone-Blöcke an diesen Koordinaten. Nachdem du das gemacht hast, baust du den Block bei 0 und 40 wieder ab und baust dich wieder nach unten. Als nächstes musst du den Drachen nur noch ein paar Mal abschießen und wenn der Drache nur noch 75% seiner Herzen hat, fliegt er zu diesem Endzone-Block bei 0,0 und nach kurzer Zeit ist er dort auch schon eingefroren. Solche illegalen Portalblöcke kannst du ganz einfach mit dieser kleinen Maschine innerhalb von nur wenigen Sekunden erschaffen und Norsk testet das jetzt mal. Ich weiß nicht, wie man auf diesen Fakt gekommen ist, aber der ist zu 100% falsch und ich werde es euch beweisen. Wir müssen nach Richtung Süden gucken, dann brauchen wir hier von 3, dann geht es hier oben weiter und hier unten, boom, hiervon brauchen wir 4. Es geht hier lang, es geht da lang. Muss hier ein Observer hin. Noteblock, Noteblock. Dann müssen wir auf die andere Seite hier ein Portal errichten. Boom. Hier kommt ganz entspannt Glas hin. Trapdoor, das Ding hier. Dann zünden wir das an. Machen hier den Noteblock drauf. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Hä, was macht das? Warum ist das so? Hä, wie kacke. Ja, okay, krass, das hat halt funktioniert, aber warum? Was soll das? Ihr seht das auch, oder? Ja, okay, der Punkt geht an Veto, aber Veto, ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Hast du schon mal so eine Map-Art in Minecraft gebaut? Wie cool wäre es jetzt, wenn du noch diese Karte als richtiges Bild hättest? Oh, warte, das geht ja schon voll lange und niemand wusste davon. Dafür musst du einfach nur ein Item-Frame in eine Wand setzen und deine Karte mit deinem Map-Art reinlegen. Dann drückst du F3 und S gleichzeitig, während du mit deinem Crosshair auf der Karte bist und erhältst diesen Link zu deinem Minecraft-Ordner, wo sich eins zu eins das Bild von deiner Karte befindet. Was macht die Verzauberung Bane of Arthropods? Wenn du jetzt sagst, naja, also wenn du das auf deinem Schwert hast, dann macht das halt mehr Schaden bei Mobs wie Spinnen oder Silberfischen, dann stimmt das zwar, aber es gibt noch einen zweiten Effekt, von dem gefühlt niemand wusste, dass es den gibt. Wenn man zum Beispiel eine Spinne mit einem Schwert schlägt, was mit Bane of Arthropods verzaubert ist, bekommt diese Spinne zusätzlich zu dem extra Schaden noch Slowness 4. Wieso erfahre ich erst jetzt davon? Man kann einen originalen End Crystal mit Bedrock-Plattform aus dem End in die Overworld holen, wenn man ihn während man den Drachen respawnt von den Obsidian Towern schiebt. Danach muss er nur noch in das Exit Portal und er kommt am Worldspawn in der Overworld raus, von wo man ihn überall hin, wie zum Beispiel in seiner Base, transportieren kann. Und falls dir das Ganze bekannt vorkommt, das Ganze habe ich vor 2 Jahren in Craft Attack gemacht und das war aufgrund von anderen Teilnehmern das mental Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Bäume kann man ja nicht unter Wasser anpflanzen, da der Sapling direkt durch das Wasser kaputt geht, bevor man ihn bone mealen kann. Das habe ich auch gedacht, bis ich davon erfahren habe, dass du dabei einfach nur sehr, sehr schnell sein musst und dann kannst du deine Bäume auch unter Wasser pflanzen. Okay, jetzt ein Fakt, von dem ich mir nicht erklären kann, wieso das so ist. Wenn du ein Zombie-Fight-Piglin zur Villagern in ein Dorf bringst, dann juckt das die Villager relativ wenig und sehen in ihm keine Gefahr. Das ist aber nicht das, was mich so sehr wundert, denn wenn du jetzt einen Zombified Piglin zu einem Wandering Trader bringst, der ja auch nur ein Villager ist, der ein bisschen in der Welt rumläuft, hat dieser richtige Angst vor dem und läuft vor ihm weg, obwohl der Zombified Piglin dem Wandering Trader nichts tut. Du kannst in jeder Welt entscheiden, auf welcher Höhe sich dein Exit Portal im End befinden soll. Dafür nutzt du zuerst diesen Trick, den ich dir in einem anderen 80 Fakten Video gezeigt habe, um direkt auf die äußeren Endinseln zu kommen. Danach brauchst du bei diesen Koordinaten diese 2 Flying Machines, die du auf die Hauptendinsel zufliegen lässt, auf der noch kein Drache und noch kein Exit-Portal gespawnt ist. Und während die beiden so fliegen, kannst du schnell das Video liken für noch mehr Minecraft-Fakten-Videos in der Zukunft. Danke dir! Nachdem die beiden Flying Machines perfekt bei den Koordinaten 0,0 zum Stillstand gekommen sind, bewegst du dich näher an die Hauptendinsel ran, womit zum einen der Drache als auch das Exit-Portal auf den höchsten Blöcken bei den Koordinaten 0,0 spawnt, was ja deine Flying Maschine ist. Hast du schon mal einen Minecraft-Speedrun gesehen und dich gefragt, wie die Speedrunner so schnell Items looten, die überall in der Kiste verteilt sind? Als erstes hältst du Shift gedrückt und links klickst das Item, was du haben willst, wodurch das in deine Hotbar gezogen wird. Während du weiterhin Shift gedrückt hältst, drückst du dann den Hotkey für deinen Hotbar-Slot, in den das Item gezogen wird. In meinem Fall kamen die Items in den 9. Slot und mein Hotkey für die 9 ist V. Also halte ich Shift gedrückt und drücke zusätzlich V, wodurch die Items zurück in die Kiste gehen. Jetzt wiederholst du den ersten Schritt und rechtsklickst die Items, während du Shift gedrückt hältst. Das Ganze musst du jetzt nur noch ganz schnell hintereinander machen und das sieht dann so aus. Normalerweise sollte der Ender Dragon ja mit der stärksten Mob in ganz Minecraft sein. Aber erklärt mir mal bitte, wie das hier damals in der 1.12 möglich war. Das Beste daran ist, dass das nie so wirklich gefixt wurde und selbst jetzt noch in der 1.20 passieren Dinge, die ich nicht so richtig verstehe. Aber es gibt noch mehr Dinge in Minecraft, die ich mir einfach nicht erklären kann. Wieso war es mal möglich, mit dieser kleinen Konstruktion einfach die Farbe eines Wallblocks zu verändern, wenn man in diesen String läuft? Aber hier endet das Ganze noch nicht, denn man konnte auch viele andere Blöcke mit diesem Trick verändern. Nachdem Norsk jetzt schon herausgefunden hat, wie man solche Portale in Survival Minecraft bekommen kann, habe ich ihm mal gezeigt, wie man auf Stridern, die normalerweise im Nether nur in Lava laufen, in der Overworld fliegen kann.
Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber der Fakt ist doch toll. Der kann doch niemals, niemals stimmen. Wir müssen den Block jetzt zu einem Portal-Block machen. So, mit dem Command. Dann gehen wir da rein. Das machen wir kaputt. Wir bauen es hoch. Dann rüber. Das machen wir irgendwie kaputt. Hier machen wir ein Portal. Da gehen wir nochmal rein. Dann spawne ich hier Strider. Gehen nochmal hier rein. Hä, es ist ja so kacke. Warum geht das? Komm her. Es geht halt echt, wie kacke ist das? Das ist so kacke. Das ist richtig kacke. No joke, probiert das auch mal aus. Das ist so schlecht, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Viele von euch wollen ja bestimmt auch ein neues Portal in Minecraft haben, aber bis wir das bekommen, ist es möglich, deine normalen Nether-Portale zumindest optisch zu verändern. Und das geht ganz einfach, indem du Bilder oder Maps in Item-Frames in den Portalrahmen aufhängst. Wo wir gerade bei Portalen sind, normalerweise gibt es ja kein Endportal im Nether. Aber was ist eigentlich, wenn man trotzdem einfach eins in den Nether baut? Naja, also, man kommt halt in das End. Aber das Interessante daran ist, dass die Obsidian-Plattform, auf der man spawnt, ein Block höher ist als die Obsidian-Plattform, die erscheint, wenn man ein normales Endportal in der Overworld nutzt. Manchmal, wenn du eine neue Welt erstellst, können Blöcke an Stellen spawnen, an denen sie eigentlich nicht sein dürften. Auf diesen Ziel zum Beispiel, bei diesen Koordinaten, wachsen Cocoa-Beans einfach nicht mehr am Baum, sondern darunter an der Erde. Okay, das nächste ist das komischste, was ich jemals in Minecraft gesehen habe. Wenn du dir den Levitation-Effekt auf normaler Stufe gibst, dann schwebst du ja einfach ganz normal nach oben. Wenn du dir aber Levitation der Stufe 128 gibst, dann schwebst du nicht nach oben, sondern wirst ultra stark nach unten gezogen, so als wäre die Schwerkraft verzehnfacht, was echt komisch aussieht. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn du dir Levitation 255 gibst, dann schwebst du ganz einfach konstant auf einer Höhe und kannst dich weder nach unten noch nach oben bewegen. Wenn dann auch noch der Effekt verschwindet, fällst du normal nach unten, aber wirst wie auf Slimes nach oben katapultiert. Warum ist das so? Findest du es auch immer nervig, wenn du warten musst, bis deine Villager endlich wieder ihre Trades für dich bereit haben? Diese Wartezeit kannst du aber auch ganz einfach umgehen, indem du auf dieser Minecart-Strecke mit zwei Villagern abwechselnd tradest. Das Besondere dabei ist aber, dass du deine Render-Distance so niedrig hast, dass die Villager gar nicht geladen sind, während du tradest und sie somit auch ihre Trades nicht sperren werden. So kannst du die ganze Zeit zwischen den Villagern hin und her fahren und unendlich lange mit ihnen traden, ohne warten zu müssen. Hier ein Trick, um Items in der 1.16 zu duplizieren. Dafür musst du bloß das Item, was du verdoppeln willst, knapp hinter ein Nether-Portal werfen. Danach baust du diese Wasserrutsche auf und setzt am Ende einen Delfin rein. Der Delfin schwimmt in das Portal und kurz bevor er teleportiert wird, wirft er das gechoppte Item hoch, wodurch es sich verdoppelt. Eine Sache, die wirklich gar keinen Sinn ergibt, ist, dass wenn man einen 2x2 Dark Oak oder Jungle Tree pflanzen will, aber einen einzigen Block hier im Nordwesten von den Saplings stehen hat, wird der Baum niemals wachsen können. An jeder anderen Stelle um die Saplings drumherum juckt es den Baum allerdings überhaupt nicht. Was ist die einfachste Methode, um Strongholds zu finden? Wenn du jetzt gesagt hast Enderaugen, dann hast du ausnahmsweise recht, aber was ist die coolste Methode, um Strongholds zu finden? Slaps sind hier drauf die Antwort, denn in der 1.8 konnte man mit nur einem Slap checken, ob ein Stronghold in der Nähe ist. Wenn man nämlich hier eine Stufe und hier einen vollen Block platziert und dann versucht, dazwischen ein Slab zu platzieren, dann funktioniert das nicht. Allerdings, wenn sich irgendwo in deiner Nähe ein anderer Slab mit einem Item drauf befindet, erscheint bei deinem Versuch der Slab jedes Mal ganz kurz. Und lustigerweise droppen in der 1.8 alle Fackeln als Item in einem Stronghold, wenn er neu generiert wird. Und noch lustiger ist, dass es diesen Raum in Strongholds gibt, mit Slabs und Fackeln darüber. Und naja, da dieser Raum so gut wie immer in einem Stronghold spawnt, kann man damit somit immer erkennen, wenn man in der Nähe eines Strongholds ist. Hast du dich schon mal gefragt, wo du dich als Spieler zum Beispiel auf einem Server mit deinen Freunden befindest, während du Minecraft das erste Mal durchgespielt hast und die Endcredits laufen? Denn wenn man sich per Command versucht, zu dem Spieler zu teleportieren, der gerade in das Exit-Portal gesprungen ist und die Endcredits sieht, dann wird man am Worldspawn immer wieder zwischen random Blöcken hin und her teleportiert. Wenn du von 5 Blöcken Höhe auf Slimeblöcke springst, wirst du nicht genauso hoch wieder nach oben geschleudert, sondern immer auf eine niedrigere Höhe. Das stimmt allerdings nicht mehr so ganz, denn es gibt einen sehr interessanten Trick, womit man sogar noch höher springen kann. Und den testet NorSkills einmal für euch. Ihr habt den Fakt von Veto gehört und ich bin da, um das zu fact-checken. Aber dazu muss ich erstmal was aufbauen. Okay, ich habe das Ganze aufgebaut. Wenn ich jetzt hier drauf springe und gleichzeitig sneake, wenn ich Schaden bekomme, sollte ich da hochkommen. Und eigentlich ist das ja nicht möglich. Also, erster Versuch. Ja, okay. Hat irgendwie nicht so geklappt. Mom. Und nochmal. Es funktioniert halt echt. What? Wie cool ist das denn? Okay, krass. Die Fakten von Veto sind alle echt. Aber mal schauen, ob das der nächste Fakt auch ist, weil ich beobachte dich, Veto. Ich beobachte dich. Wenn ein Fakt falsch sein sollte, komme ich dich holen. In 1.20 sind ja einige neue Pflanzen hinzugekommen, wie die Pitcher Plant, Pink Petals oder Torch Flowers. Es wurde mal aber ein Screenshot geleakt, auf dem man das erste Mal die Pitcher Plant als auch eine komplett neue Wine Art sah, welche Blüten hat, die ähnlich aussahen wie die der Pitcher Plant. Keine Ahnung, warum es diese Pflanze bis jetzt nicht ins Spiel geschafft
hat, obwohl sie eigentlich echt cool aussieht. Der nächste Fakt ist wieder mal aus der Kategorie, jeder kannte das außer mir. Aber ernsthaft, wer von euch wusste, dass man Blumen oder Saplings auf Farmland anpflanzen kann? Also klar, das macht irgendwie Sinn, dass das funktioniert, aber dann schweben diese ganzen Pflanzen auch so weird ein Pixel über dem Boden, als wäre das gar nicht so gewollt. Jeder Minecraft-Account hat seinen eigenen einzigartigen Namen, den kein anderer Account haben kann, richtig? Das stimmt nicht ganz, denn es gab durch einige Fehler in der Vergangenheit bestimmte Minecraft-Accounts, die genau den gleichen Namen haben, wie zum Beispiel die bekanntesten duplizierten Accounts Smidge und Smidge. Der Name, der am meisten getubed war Daka, welcher auf 74 Accounts war. Allerdings hatte Mojang vor kurzer Zeit alle duplizierten Accounts umbenannt, womit es meines Wissens nach aktuell keine doppelten Namen mehr gibt. Fundits geben dir ja die Fähigkeit, unendlich lang unter Wasser zu atmen und auch unter Wasser schneller abzubauen. Aber wusstest du, dass du den Effekt auch an Land bekommen kannst, solange du dich im Regen befindest? Und ich habe gerade beim Testen noch etwas anderes über Conduits rausgefunden. Normalerweise muss man ja so einen Rahmen aus 16 Prismarienblöcke um den Conduit bauen, damit er sich auf der niedrigsten Stufe aktiviert. Allerdings benötigt es bloß irgendwo an diesen Stellen 16 Prismarienblöcke. Also der Conduit aktiviert sich auch, wenn die Blöcke einfach so gesetzt werden. Hast du schon mal eine Map gesehen, die man nicht in der Overworld, sondern im Nether öffnet? Naja, also an sich ist das Ganze auch nicht so spannend, denn egal wo man sich im Nether befindet, sieht man nicht die Umgebung, sondern immer nur das gleiche rotbraune Bild. Und falls du jetzt sagst, dass das ja logisch ist, weil das die Netherdecke von oben ist, das stimmt nicht, denn so sieht eine komplette Map voller Bedrock im Vergleich aus. Aber wusstest du, dass es mal in diesem Snapshot zur 1.9 möglich war, den kompletten Drachen in nur einem Boot zu setzen? Was hingegen sehr viel Sinn ergibt, ist, dass sich Feuer in humiden Biomen wie in einem Sumpf, einem Dschungel oder Pilzinseln viel langsamer verbreitet als in anderen Biomen, in denen es vergleichsweise trockener sein sollte. Wenn du dich an eine Wand stellst und dich mit Blöcken nach oben stackst, aber beim Platzieren auf deine Offhand und zurückwechselst, kann es passieren, dass du ein paar Mal gar keine Blöcke platzierst, aber trotzdem immer weiter nach oben kommst. Damit kannst du, wenn du es richtig machst, immer ein paar Blöcke sparen und vor deinen Freunden flexen. Und bevor wir uns das Ergebnis anschauen, diese Flügel bekommst du für den Badland Client in meinem Shop sogar mit 30% Rabatt über den Link in der Videobeschreibung. So sieht ein normales Endportal aus und so ein normales Netherportal. Aber jeder hat doch bestimmt schon mal versucht, so ein Portal zu bauen. Lustigerweise funktioniert das aber sogar und Norris zeigt euch wie. Veto hat mir einen coolen Trick gezeigt, wie man ein Endportal ähnlich wie ein Netherportal aufbauen kann. Und dem glaube ich nicht, deswegen bin ich hier. Man muss dabei achten, dass man das Richtung Westen aufbaut, also so. Dann muss ich hier hin und das so aufbauen, das kommt weg. Dann das hier hoch. Und jetzt ganz wichtig, das hier soll nach Richtung Osten zeigen. Also hierher. So, boom, boom, boom. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn ja, sollte es angehen, wenn ich hier alles befülle. Und es hat halt echt geklappt, what the fuck? Ich bin sogar direkt gespawnt. Hä, aber wie komme ich jetzt zurück? Weil es kann ja sein, dass es einfach nur ein Zaubertrick war. Ich überprüfe es. Ist da ein Portal? Ist da ein Portal? Ich sehe noch keins. Ah, doch hier. Hä? Okay, es geht ja auch. Oh, wie cool das aussieht. Ja, krass. Man könnte meinen, ich hätte das gecodet. Items haben alle ihren eigenen Namen. Dieses heißt zum Beispiel Pitcher Pot und das ist ein Sniffer Egg. Aber was ist das hier? Also klar, es ist halt Netherite Sword, aber es hat halt keinen Namen. Und das kann man ganz einfach schaffen, indem man sein Item mit einem unsichtbaren Zeichen umbenennt. Du kannst es halt jetzt nicht sehen, weil es, naja, unsichtbar ist, aber ich schreibe es dir in die Videobeschreibung, wo du es copy-pasten kannst. Auf jeden Fall kannst du damit auch Nametags umbenennen und dann deinem Hund diesen Namen geben. Also es ist nicht wirklich ein Name, weil es ja kein Name ist. Egal, machen wir weiter. Leider kann man zwei Slabs unterschiedlicher Art nicht direkt übereinander platzieren, denn dann passiert das hier. Aber wusstest du, dass du jetzt einfach einen weiteren Slab der oberen Art nehmen kannst und den unteren Slab dann mit rechts klickst und der Slab sich dann mit dem oberen verbindet? Nordjok Mojang sollte es einfach möglich machen, alles Slabs so übereinander zu bauen, damit werden alle Probleme gelöst. Wir sind uns alle einig, dass das End ein Update benötigt, denn es gibt so viel Platz, der aktuell für nichts genutzt wird. Und das ist nicht mal übertrieben, denn wenn du dich an diese Koordinaten teleportierst, endet das End einfach. Und für 153.000 weitere Blöcke ist einfach nichts da außer Void und dann geht es einfach ganz normal weiter mit langweiligen Endinseln. Jeder weiß an dem Punkt, dass Minecraft nicht immer Sinn ergibt. Zum Beispiel können Anvils auf einem Tripleaf stehen, ohne dass es umklappt. Was noch viel weniger Sinn ergibt, ist, dass wenn man einen Anvil auf einem Tripleaf platziert und dann ein Item auf die kleine verbleibende Fläche des Tripleaf droppt, klappt es um, aber der Anvil als Block bleibt trotzdem drauf stehen und fällt einfach nicht dadurch. Kamele sind die neuesten Mobs in Minecraft, weshalb sie auch noch einige Bugs haben. So wird ein Kamel mit Fire Resistance in Lava für immer nach vorne dashen, auch wenn man gar nicht mehr auf ihm reitet. Naja, zumindest versucht es nach vorne zu dashen, irgendwie sieht es nicht so ganz gesund aus. Ein weiterer Bug, den es mal gab, ist, dass Froglights die einzigen vollen Blöcke waren, die es geschafft haben, neben Kakteen platziert zu werden, ohne dass sie wie bei allen anderen vollen Blöcken kaputt
kaputt gehen. Bei sowas frage ich mich echt immer, wie es dazu überhaupt kommen kann. Minecarts waren früher mal mit 20 Blöcken pro Sekunde viel schneller als heutzutage. Allerdings war der Nachteil daran, dass wenn ein Minecart zu schnell in einer Kurve gefahren ist, auch entgleisen konnte. Bonds können echt nervig sein, wenn du Ancient Cities looten willst. Es gibt dafür aber diese Maschine, welche nicht nur das Warden Spawning in dieser, sondern in jeder einzelnen Ancient City in deiner Minecraft-Welt deaktiviert. Mit der 1.20 wurden ja Kamele in Minecraft hinzugefügt. Mit diesen kann man nicht nur zu zweit reiten, sehr weit springen oder über spezielle Blöcke laufen, sondern auch die steilste Treppe schneller hochlaufen als mit dem schnellstmöglichen Pferd. Was haben diese Blöcke alle gemeinsam? Ja okay, einfache Frage, sie fallen alle nach unten. Aber nicht mit dieser Maschine, die Norskids einmal ausprobiert. Ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Fakt stimmt, weil das, was Veto gebaut hat, da ist jeder natürlich verwirrt, da würde ich auch auf einmal fliegen. So, ich versuche das mal nachzubauen, aber ich sollte das Konstrukt jetzt aufgebaut haben. Wenn ich jetzt alles abbaue, sollte der Block schweben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe keinen Bock, das nochmal aufzubauen. Das hier weg, das hier weg, das hier weg, das hier weg. Okay, jetzt alles schön alles abbauen. Ich habe richtig Angst, das kaputt zu machen. Das geht halt. Hä, wie kacke ist das denn? Das ist ja richtig kacke. Vor allem auch so sau unnötig, hä? Gönnt euch. Hier ist der Beweis. Ich mach mal ein Block-Update. Ja, okay, krass. Aber Veto, ich werde einen Fakt finden, der nicht stimmt. Und dann bist du dran. Nitwits sind Villager, die keinen Job annehmen und man so auch nicht mit ihnen handeln kann. Wenn du aber in diesem Snapshot zwar 1.11 einen Nitwit-Villager zombifizierst und danach geheilt hast, konnte dieser Nitwit trotzdem Trades haben. Aber das war nicht das einzige Villager-Geheimnis, das du noch nicht kanntest. Wenn du einen Liberian mit einem Sharpness 5 Trade hast und die Welt auf diesen Snapshot updatest, wird dieser Trade zu Protection 5. Eine Verzauberung, welche es eigentlich nicht geben sollte. Okay, ein paar illegale Dinge habe ich noch für dich. Wenn du in dieser Beta-Version von Minecraft irgendwelche Items verzauberst und dann deine Welt zu dieser Version updatest, verwandeln sich alle Verzauberungen in Feather Falling. In der 1.2.5 konntest du Eisblöcke im Nether setzen und wenn du sie abgebaut hast, kam einfach Wasser raus, womit du, naja, was im Nether hattest, was schon ziemlich illegal ist. Okay, mit dem letzten illegalen Trick kannst du Bedrock als Item bekommen. Denn in diesem Snapshot kannst du im End, nachdem du den Drachen besiegt hast, diesen Endcrystal auf das Exit-Portal setzen, womit erstmal der oberste Bedrock-Block einfach kaputt geht. Aber das ist erstmal egal, denn nachdem du die restlichen 4 Endcrystals, die du normalerweise zum Respawn des Drachen benötigst, platziert hast, unterbrichst du den Respawn-Prozess direkt, indem du einen der 4 Endcrystal explodieren lässt. Und wenn du jetzt durch das Portal gehst, liegt dort der verloren gegangene Bedrock-Block. Okay, an diesem Punkt kennt jeder schon diesen Bug, dass man zwei verschiedene Slabs übereinander platzieren kann, wenn man sie an der World Border mit Hilfe eines Pistons zusammenschiebt. Aber wusstest du, dass wenn man danach die World Border verschiebt, sich auch die Slabs wieder verschieben? Was wahrscheinlich auch viele nicht wussten, ist, dass Pressure Plates unterschiedlich funktionieren. Pressure Plates aus Holz können von Spielern, von Entities, also auch von Items ausgelöst werden. Stone Pressure Plates hingegen können auch von Spielern und Entities ausgelöst werden, aber nicht von darauf gechoppten Items. Schilder bewegen sich nicht mit den Blöcken, mit denen sie verbunden sind, wenn sie von Pistons verschoben werden, sondern werden einfach an den danach folgenden Block befestigt. In diesem Shot habe ich dir ja schon gezeigt, wie ich 50.000 Minecraft-Skins bekommen habe, die nur durch AI erstellt wurden. Viele haben sich dabei gefragt, wie die Website heißt und das ist sie. Auf oppositemc.com/AI kannst du mit nur einem Klick immer einen komplett neuen, einzigartigen Skin erstellen und das Team dahinter arbeitet gerade daran, dass du wie bei anderen AI-Bildgeneratoren bestimmte Attribute eingeben kannst, um deinen Skin genau anzupassen. Link zu der Website und deren Discord findest du in der Videobeschreibung. Nachdem du jetzt schon fliegende Strider gesehen hast, kommen jetzt fliegende Schweine und wer ist besser dafür geeignet, das zu testen als Norisk? Der Fakt kann auf gar keinen Fall stimmen, das ist so ein Schmarrn und ich beweise es euch. Ich muss hier auf das Schwein, ich habe die Karotte in der Hand, dann gebe ich dem Levitation-Effekt Boom und es funktioniert doch. Aber warum denn? Schaut es euch an, ich kann das Ding einfach steuern jetzt, das hat unendlich lange Levitation. Ja, okay Veto, der Punkt geht an dich, aber ich werde einen Fakt finden, der nicht stimmt. Bronze ist eine Verzauberung, welche demjenigen Schaden zufügt, welcher einen Mob oder einen Spieler angreift, der diese Verzauberung auf seiner Rüstung trägt. Aber wenn ich diese Babyschildkröte mit unsichtbarer Rüstung spawne, welche mit Bronze verzaubert ist, kannst du sehen, dass alle Mobs, welche diese Babyschildkröte angreifen, auch Schaden bekommen. Allerdings gibt es eine Ausnahme, nämlich Katzen. Diese ignorieren einfach die Thorns-Verzauberung. Auf dieser Website von Minecrafts 10-jährigen Jubiläum aus 2019 wurden einige Highlights aus jedem Jahr zusammengefasst. Aber es gibt auch einen Eintrag für 2029, in dem folgendes steht. Minecraft wird auf dem Mars veröffentlicht und Creeper schaffen es irgendwie, dem Spiel zu entkommen und in die reale Welt zu gelangen. Komm einfach in 6 Jahren nochmal auf dieses Video zurück und schreib in die Kommentare, ob das wahr geworden ist. Wenn du in diesem Snapshot
zur 1.14 gesneakt durch ein Nether-Portal gegangen bist, dann hast du die ganze Zeit weiter gesneakt. Aber du konntest währenddessen ganz normal sprinten. Der Vorteil daran war, dass du trotzdem nicht einfach von Blöcken runtergefallen bist, weil du ja immer noch sneakst. Du kannst auf dieser Website Ideen für neue Blöcke, Items, Mobs und so weiter für Minecraft vorschlagen. Aber auf dieser Website werden Dinge aufgelistet, die man nicht vorschlagen soll, da sie von Mojang schon intern überlegt, aber abgelehnt wurden. So wird es keine Durst- und Trinkfunktion in Minecraft geben. Es wird außerdem niemals Haie oder Krokodile geben, da Hostel-Mobs immer Fantasy entspringen sollen. Und Pilzdörfer sind auch nicht realistisch. Die Woker haben zwei verschiedene Zaubersprüche. Mit einem erschaffen sie Wechsel, mit dem anderen diese, I don't know, Krokodile? Auf jeden Fall kannst du von vornherein schon erkennen, welchen Angriff ein Ewoker ausführen wird. Bei Wexes sind es die weißen Partikel, die aus einem Ewoker rauskommen, und bei diesen Krokodilen sind es lilane Partikel. Mit der 1.20 wurden ja viele neue geile Features hinzugefügt, aber wusstest du, dass ein sehr nices Feature einfach in der 1.20 entfernt wurde? Anvils, die auf Items fallen, zerstören diese nicht mehr, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso sie das hätten entfernen sollen. Zwei Features, die in der 1.20 aber dazu kamen, sind zum einen, dass Moos jetzt die neuen Sniffer Eggs schneller ausbrüten lässt, und zum anderen können nicht nur Shirts, sondern auch Bricks sowohl alleine als auch in Kombination mit Shirts verwendet werden, um Pots zu craften. Ein Bug, den es aber immer noch in 1.20 gibt, ist, dass wenn du ein Item aus deiner Hotbar droppst, aber gleichzeitig auf einen anderen Slot mit einem Item wechselst, sieht es erstmal so aus, als würdest du das erste Item im Tausch für das zweite duplizieren. Allerdings, wenn du das gedroppte Item aufheben willst, wurde das zweite einfach nur gelöscht. Dieses TNT explodiert genau dann, wenn du es willst, und dazu musst du nicht mal in der Nähe sein. Norris zeigt dir, wie du das baust. Ich weiß nicht mehr, was das hier für ein Fakt sein soll, aber anscheinend kann ein Ofen TNT anzünden. Dazu müssen wir den hier machen. Dann kommt hier TNT hin. Hier kommt ein Ofen hin. Da kommen 12 Bamboo rein. Der hier wird abgebaut. Und wenn das jetzt komplett geschmolzen ist, sollte das explodieren. Ja, was bringt's? Oder verstehe ich den Sinn hier gerade nicht? Ist das hier so ein Joke? Vielleicht ist es soweit. Nehmt euch danach. Hä, ja, okay, krass. Das stimmt auf jeden Fall, aber was ist das für ein Fuck? Wir machen weiter. Also Veto, weil ich auch Feierabend. Wenn du die Blätter von Bäumen abbaust, droppen ja manchmal daraus Saplings, um neue Bäume zu pflanzen. Aber wusstest du, dass alle Baumarten eine 5% Droprate für Saplings haben, außer Jungle-Bäume, welche nur eine 2,5% Chance haben? Das liegt daran, dass diese Bäume die meisten Blätter haben und das dadurch ausgeglichen wird. Totems sollen dich ja schützen, indem sie dann auslösen, wenn man auf 0 Herzen ist. Aber wieso löst das Totem nicht aus, wenn du durch Void Schaden bekommst? Also klar wird dir das Totem dann höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so viel bringen, aber trotzdem. Ich habe dir ja schon gezeigt, dass es kleine Unterschiede zwischen den verschiedenen Pressure Plates gibt, aber wusstest du, dass es auch Unterschiede zwischen den Buttons gibt? So kann man einen Holzbutton mit einem Pfeil aktivieren, aber keinen Steinbutton. Außerdem hält das Redstone-Signal bei Holzbuttons länger als bei Steinbuttons. Oxidierte Copperblöcke können in normale Copperblöcke zurücktransformiert werden, indem du sie mit Äxten rechts klickst. Aber wusstest du, dass das auch passiert, wenn Blitze auf oxidierte Copperblöcke einschlagen? Wenn du beim Erstellen einer neuen Welt beim World Type Alt gedrückt hältst, kannst du den Debug-Mode auswählen. In dieser Welt siehst du jeden einzelnen Block und jede Blockvariante aufgereiht. In der 1.20 gibt es jetzt nicht nur neue Schilder, du kannst jetzt auch wirklich jeden einzelnen Emoji, den es gibt, auf Schilder als auch in den Chat schreiben. Ein weiteres neues Feature in der 1.20 ist, dass man nun Slimes und Magma Cubes den Jump-Boost-Effekt geben kann, womit die jetzt auch höher springen dürfen. Minecraft.net ist die offizielle Website von dem Spiel Minecraft, aber Minecraft.com gab es schon bevor Minecraft überhaupt als Spiel rauskam und gehört bis heute zu einer Mining Company aus Australien. Immer an Weihnachten verändert sich die Textur deiner Kiste in Geschenke. Aber warte mal, was ist in dieser Kiste drin? Oh, das ist das letzte 80-Fakten-Video mit Basti, was du dir jetzt unbedingt anschauen solltest. Bitte schau es dir an, bitte.